Und da geht's auch schon wieder weiter mit Legend of Zelda Link's Awakening. Ich habe hier einen besonderen Shop erreicht, wo ein Streber auf mich wartet. Oder jetzt nicht speziell auf mich, aber er freut sich eben über Kundschaft. Denn hier kann man sich Boote mieten für 100 Rubine und dann so ein kleines Minispiel spielen. Das machen wir jetzt einfach mal, auch wenn man hier tatsächlich nichts Besonderes bekommen kann. Also es gibt kein Herzteil oder sonst irgendein wichtiges Item. Das ist einfach nur da, um ein klein wenig Spaß zu haben. Und ich frage mich gerade, ob man die treffen kann, weil das ging ja bisher irgendwie immer. Tatsächlich. Ja, das ist so ein bisschen lame, ne? Weil normalerweise dürfte ich die gar nicht treffen. Aber es funktioniert trotzdem. So, und man hat hier jetzt zwei Wege. Einmal den hier eben und den anderen dort vorne bei dem anderen Wasserfall. Und man kann bei beiden Wegen auch entsprechend andere Dinge finden. Es ist ganz klug, wenn man sich hier mal... verflixt. Ja, schon direkt alles falsch gemacht. Wenn man sich hier die Sprungfeder ausrüstet, denn dann findet man eben... mehr Dinge, denn ziemlich viel hängt in der Luft. Hier, keine Geheimnisse. Ja, danke. Die Eulenstatue hat es mir auch direkt nochmal bestätigt. Hier gibt es nichts Besonderes. Also die 100 Rubine sind meiner Meinung nach total rausgeschmissen. Aber gut, man kann wie gesagt dieses kleine Minispielchen hier spielen und kriege ich auch mal irgendeinen Rubin. Und wenn man sich nicht ganz so blöde anstellt wie ich, dann kann man die Kohle auch wieder reinholen und sogar bei weitem mehr Geld machen. Oh, wie kommt man denn da hin? Durch einen Höhleneingang. Hä? Okay. Ziemlich verwirrend. Ah, wäre ich doch oben lang gegangen. Aber das konnte man ja nicht wissen. Das konnte man ja nicht wissen. Eieieiei. Ich glaube, das war es jetzt auch schon. Ja. Meine Ausbeute war... schlecht. Sagen wir es frei raus. Die war Mist. Oh, und warum können mich fliegende Gegner treffen? Das regt mich so auf, Mann. Ich meine, das ist ausgleichende Gerechtigkeit. Ich kann die Viecher ja auch treffen, wenn ich hier oben stehe. Und da unten wäre jetzt jemand. Oder ich wäre unten und oben wäre jemand. Haben wir ja gerade gesehen. Aber, Mann, ist das denn so schwer zu programmieren gewesen? Ich glaube nicht. So, Freunde, wir wollen jetzt zum 6. Dungeon. Und der müsste sich hier irgendwo befinden. Boah, selbst hier trifft er mich noch. Ich glaube, ich spinne. Boah, und wir haben 60 Pfeile. Ist das nicht geil? Dank des letzten Zaubers. Von der Maus. Oder besser gesagt, die Bestrafung. Ja, als ob der mich bestraft hat. Na gut. Soll er es eben weiterhin glauben, wenn er will. Stirb. Stirb. So. Gegner aus dem Weg geräumt. Und dann sind wir eigentlich auch schon fast da, glaube ich. Hier kommt man aber ohne den Enterhaken nicht lang, ist ja klar. Die Entwickler wollen ja irgendwie klarstellen, dass man den 5. Dungeon erstmal gemacht hat. Ja, wir sind da. Wunderbar. Der Schlüssel, den wir bekommen haben, der muss da rein in dieses Majora's Mask Face. Und ihr werdet gleich sehen, dass der Name Majora's Mask Face bewusst gesagt wurde. Denn der 6. Dungeon ist der Maskentempel. Mhm. Aber Majora's Mask ist noch gar nicht entstanden zu der Zeit. Es gab ja noch nicht mal Ocarina of Time. Vielleicht haben sie sich aber schon die einen oder anderen Gedanken gemacht. Weil ich fand schon, dass das Ding da draußen jetzt... oh nein, so ähnlich aussah. Und wir haben hier neue Gegner. Holy crap. Das sind Viz-Robes und die sind richtig zum Kotzen. Die kann man eigentlich nur mit einem Spiegel, Schild besiegen. Ich probiere jetzt mal, ob der Bumerang was gegen die bringt. Weil das sind echt eklige Gegner. Okay, sieht irgendwie so aus, als könnte man den damit nur betäuben. Das ist schlecht. Alter, der frisst 3 Pfeile. Na, super. Und wie schaut es mit Bombenpfeilen aus? Die sind ja meistens stärker. Was heißt meistens? Die sind immer stärker. Das ist eigentlich so ziemlich die stärkste Waffe, die man haben kann. Da muss man erstmal einen Pfeil schießen und... nein. Ja, ich bin da nicht so gut drin. Ach, beides gleichzeitig drücken geht besser. Ja, ja. Bomben und Pfeil gleichzeitig drücken geht besser. Und ihr seht schon, damit ist er One-Hit-KO. Geil, dann bleibe ich dabei. Wunderbar. Und hier haben wir 50 Rubine. Sehr schön.
Okay, auch wenn ich 60 Pfeile hatte, sollte ich jetzt doch nicht unbedingt so... ne? Verschwenderisch damit umgehen. Deswegen bleibt... Kann ich eigentlich auch die killen? Ja, kann ich! Geil! Und sogar in Feen verwandeln. Zumindest... wenn ich Glück habe. Das ist ja episch. Und was haben wir denn da? Einen Shy Guy. Den kann man eigentlich nur umbringen, wenn man... ihn von hinten erwischt. Weil der macht ja die gleichen Bewegungen wie wir. Und man muss ihn einfach ein bisschen verarschen. Dank des Bumerangs konnte ich ihn aber ganz gechillt paralysieren. Ha 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 ha. Die Musik in diesem Dungeon ist äußerst creepy, wie ich finde. Und generell müssten jetzt die ganz, ganz bösen Dungeons kommen. Ich hab schon so ein bisschen Schiss. Weil ich weiß noch, dass mich das Game bei meinem ersten Playthrough am Ende so ein klein wenig angekotzt hat. Einfach, weil ich die Dungeons zu schwer fand. Aber damals war ich ja noch ein Zelda-Anfänger. Von daher sollte ich jetzt weniger Probleme haben. Dennoch gehe ich davon aus, dass dieser Dungeon mir Nerven zerstören wird. Definitiv wird er das tun, ja. Aha, und ich hatte gehofft, dass hier irgendwo ein Knopf ist, weil ansonsten wäre ich ziemlich aufgeschmissen gewesen. So. Och, nicht schon wieder ihr! Mann! Das gibt's doch nicht. Warte, Bomben, Bomben, Bomben. Ich hasse diese Viz-Robes. Aber die bleiben wenigstens an Ort und Stelle. Somit kann ich mir merken, wo sie sich befinden. Kann ich durchschießen? Ja, sehr gut. Und dann baller ich euch weg. Ups. Jetzt. Okay, und ich kriege hier sogar neue Pfeile. Wie sozial. Und ein Item dafür, dass ich alle umgebracht habe. Das habe ich jetzt rein aus Prinzip gemacht. Weil das Leben einfach einfacher ist. Einfach einfacher. Mhm. Wenn die Viz-Robes nicht mehr existieren. Hä? Moment mal, wie komme ich denn... Och, komm. Der Dungeon will mich aber auch wirklich ownen. Mach mal so. Mach mal hier. Oh, hier ist die Karte. Kriegt man die echt schon so früh? Vielen lieben Dank. So sieht der Dungeon aus. Wenn man Fantasie hat, kann man hier eine... Maske erkennen. Und ich sehe gerade, wir haben da unten zwei Räume übersehen, zu denen es aber keine direkte Verbindung gibt. Interessant. Wie geht das denn schon wieder? Habe ich da... Ach so, ah, da ist eine Tür, aber die ist zu. Wieso ist die denn zu, zum Teufel? Wie kriege ich die denn auf? Wenn ich hier den Knopf drücke? Nee, der ist doch aktiv. Hä? Ja, der ist aktiv. Was zum Teufel? Was zum Teufel? Moment, 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 Moment. Oh, wie komme ich denn jetzt überhaupt hier wieder durch? Ich will zurück. Hallo. Bumerang, kannst du mir helfen? Na, klasse. Jetzt haben wir den Salat. Wie komme ich denn hier wieder durch? Ah, Moment. Ach, dann gehe ich halt erstmal weiter nach oben. Leck mich doch am Arsch. Ohne Schmarrn. Ja, das geht wirklich richtig nice los hier. Hä, wieso ist der nicht gestorben? Ich habe ihn getroffen. Ich habe ihn getroffen! Oh, hier gibt es aber viele Bomben. Dankeschön. Kriege ich die Tür mit einer Vase auf? Ja, kriege ich. Toll. Oh, und es gibt auch noch so viele Räume. Man will mich bewusst verwirren hier. Ey, 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 ey. Nicht schon wieder diese Dinger. Aber ich habe eine tolle Waffe für euch. Der Boomerang. Ey, kriegt man da ernsthaft jedes Mal eine Fee oder was? Wie geil ist das denn? Aber irgendwie geht er da nicht durch. Der bleibt an diesen komischen Elefanten-Statuen-Dings hängen. Total blöd. Und wir kommen hier leider nicht weiter. Weil der gottverdammte Schalter falsch aktiv ist. Ach so, da oben haben wir noch einen. Perfekt. Und hier ist direkt der Kompass. Also die Orientierungs-Items kriegt man relativ schnell. Das werte ich als Schuldeingeständnis der Entwickler. Will heißen, sie wissen ganz genau, dass dieser Dungeon hier suckt. Ja gut, nicht unbedingt suckt, aber dass er halt schon fordernd ist. Oh, das ist erst der sechste, Leute. Meine Fresse. Ich habe schon so ein klein wenig Angst vor den anderen beiden. Wenn ich den hier überhaupt schaffe, ne? Moment, Moment, Moment. Jetzt gehen wir erstmal zurück hier.
Weil wir nun nämlich hier weiterkommen. Nee, kommen wir nicht. Wieso ist die scheiß Tür nicht offen? Kann man die wegschieben? Nein. Was ist das denn für ein Mist? Ich habe keine Ahnung, was das soll. Ich weiß nur, ich brauche eine Fee. Ja, komm, eine von euch wird doch wohl sterben wollen. Ich habe keinen Schimmer. Auch diesen Raum checke ich nicht. Ich behalte ihn im Kopf. Oh, natürlich ist da eine Truhe. Na toll. Was soll denn das? Unter mir im Übrigen auch. Moment mal, die Truhe hätte ich doch schon längst bekommen können. Bin ich da dran vorbeigelatscht, ich Blindfisch? Ja, bin ich. Wie dumm. Moment. Moment. Das haben wir gleich. Dieses Fehlerchen ist gleich korrigiert. So, hier. Hätte man ganz gechillt nehmen können. Und da ist auch schon der Schnabel. Also wie gesagt, die Orientierungs-Items bekommt man sehr, sehr schnell. Und jetzt darf ich hier wieder... Moment. Jetzt komme ich doch nicht mal an die Vasen ran. Wie zum Teufel komme ich denn jetzt weiter? Warte. Wollt ihr mich jetzt komplett verarschen? Hier? Was zum Teufel? Und warum ist da drüben ein leerer Raum? Den erreiche ich nicht. Ach so, okay. Okay. Oh Gott, ich schwitze, ich habe keine Ahnung. Der Dungeon überfordert mich. Jetzt schon. Wir sind erst am Anfang. Oh weh. Erstmal hier rüber. Wir gehen jetzt zurück. Ich glaube, das ist keine so schlechte Idee. Wobei wir den Schalter hier etwas umstellen müssen. Ansonsten kommen wir nämlich nicht weiter. Und gleichzeitig muss ich hier drüber rennen. Also wir brauchen definitiv einen Pfeil, um hier herüberzukommen. Und die Stelle sieht sehr, sehr strange aus. Das sieht fast aus, als wäre hier ein Weg. Aber da fehlt die Tür. Wobei auf der Karte ist nichts markiert. Ne? Da ist kein Raum. Und trotzdem geht's hier rein? Was zur Hölle? Das ist äußerst verwirrend. Es sah aber auch so aus. Ich meine, hallo, hier ist der Weg. Da sind noch so zwei so Dinger, die das andeuten. Aber warum zum Teufel ist es denn dann bitte schön nicht auf der Karte markiert? Oh, was seid denn ihr für Viecher? Oh, geh sterben. Und du auch. Oh, und ich muss hier gar nicht das Licht anmachen. Na gut. Ich wollte zwar Licht anmachen, aber wenn es nicht sein muss, muss es nicht sein. Ach du meine Güte, was ist denn das für ein Glibberteil? Der sieht aus, als stammt er aus Yoshi's Island. Ihr wisst schon. Der Schleimi. Der süße Schleimi. Oh weh. Weg. Nein. Oh, ich will hier weg. Nein. Oh, ich lass mich doch nicht ernsthaft von Goombas besiegen hier. Gib mir Herzen. Wo führt mich diese Treppe hin? Aber das Blöde ist halt, dass jetzt auch die ganzen Gegner wieder leben, ne? Dadurch, dass ich jetzt hier die Treppe genutzt habe. Und ich sehe schon, dass da gerade Viz-Ropes auftauchen. Deswegen hole ich mir wieder meinen Pfeil und Bogen und... Bin so schlecht. Warum bin ich so schlecht? Warte. Und da hast du. Oh, zwei auf einmal. Nice. So muss das sein. Zack. Ja, toll. Ja, und jetzt? Wie komme ich denn hier durch? Verflucht nochmal. Was ist denn das für ein scheiß Dungeon? Es hat mir jetzt überhaupt nichts gebracht, weil ich kann da definitiv nicht durch. Ich muss den blöden Schalter erstmal umstellen. Und hier muss ich mich treffen lassen. Ich meine, was soll ich denn machen? Was soll ich denn bitte machen, um dem Ding auszuweichen? Dieser Dungeon ist der befürchtete Horror. Ja, dann lasst uns doch erstmal hier hochgehen. Da waren wir nämlich auch noch nicht. Ich sehe Pferde. Pferdeköpfe. Das ist gruselig. Das ist sehr gruselig. Benutze Bomben, um in die Augen der Karte zu gelangen. Ach so, das war jetzt genau das, was ich gerade gemacht habe. Ja. Okay. Das habe ich schon hinter mir. Wirklich weitergekommen bin ich in diesem Laden hier, aber dennoch nicht. Nochmal kurz auf die Karte gucken. Mir fehlen zwei Truhen. Das macht mich traurig. Hier bei der Treppe komme ich nicht weiter, deswegen lasse ich es einfach mal und gehe hier lang. Ach so, geht ja gar nicht. Mensch, ey, das regt mich auf. Wie komme ich denn da runter? Moment mal. Wieso sind die Räume denn jetzt gerade auf Betreten markiert? Ich war doch noch nie dort. Oder hat mich jetzt etwa diese Treppe dahin geführt? Dann möchte ich die ganz gerne nochmal nutzen.
Ist euch aufgefallen, dass wir in diesem Dungeon bislang noch keinen einzigen Schlüssel gefunden haben? Auch das ist sehr, sehr sonderbar. Ich glaube, dass mich diese Treppe tatsächlich zu diesen Räumen bringt, die so unerreichbar scheinen. Deswegen sind sie auch als betreten markiert. Es kann ja gar nicht anders sein, weil ich war definitiv noch nie dort. So ist es. Aber warum ist dann der obere bitte schon als betreten markiert gewesen? Weil ich bin hier ja nie weitergekommen. Nun gut, bleibt mir nichts anderes übrig, als nochmal die Wizz-Ropes umzubringen, weil das vorhin ja nichts gebracht hat. Und mich von jedem einzelnen Gegner treffen zu lassen. Was mich aber herzlich wenig interessiert, weil meine Verteidigung sowieso relativ hoch ist. Und wenn es eng wird, kann ich ja jederzeit Feen beschaffen. Hahaha. Hä? Das Dungeon-Item? Du hast nun ein noch stärkeres Kraftarmband. Du könntest damit sogar einen Elefanten heben. Oh, Elefant noch mit PH geschrieben, lustig. Und ich wusste ja gar nicht mehr, dass es das gibt. Wobei man hätte draufkommen können, denn hier steht Level 2 und vorhin stand da Level 1. Also bedeutet das, rein logisch betrachtet, dass es ja ein stärkeres Kraftarmband gibt. Und deswegen existieren auch so viele von diesen gottverdammten Statuen hier, weil man die hochheben kann. Jetzt ergibt alles einen Sinn. Das ist schön. Das ist sehr schön, denn jetzt kommen wir weiter. Wo komme ich denn jetzt raus? Ah, hier, genau. Genau. Und jetzt kommen wir auch in die Truhe dort oben ran, ne? Ja. Mhm, ich verstehe das. Ich hasse sämtliche Räume, wo man gezwungen wird, immer und immer wieder das Gleiche zu tun. Gerade in einem Spiel, wo man immer und immer wieder seine Items umrüsten muss. Warum tun Entwickler das? Und dann auch noch das. Ich hasse diesen Dungeon. So, danke schön. Endlich, danke. Oh oh, Wizz-Ropes, ich hol nur schnell neue Pfeile. Ey, er stimmt mir noch zu, oder? Der Dungion, der sackt. Meine Fresse. Herzen brauche ich eigentlich gar nicht. Moment, wie kann man denn jetzt wieder hier hoch? Habe ich eine Vase gebraucht? Ja, ne? Ich denke schon. Erstmal die Gegner aus dem Weg schaffen. So, und jetzt grabben. Bams. Genau, jetzt sind wir da. Kommen aber immer noch nicht nach oben. Deshalb machen wir einmal hier, zack. Boah, ist das fürchterlich. Der Dungeon ist so fürchterlich aufgebaut. Ein Horrorkabinett ist das hier. Dann können wir den hochheben, das zertrümmern und kommen hier rein. Hier haben wir Pferdeköpfe. Du hast 100 Rubine gefunden, yay. So, und bevor ich die Treppe hochgehe, würde ich sagen, aktiviere ich mal den Schalter, denn der ist ja nicht umsonst hier. Was? Das habe ich jetzt gar nicht gesehen. Ey, die wollen mich doch wirklich komplett verarschen, ey. Das muss man von oben machen. Ich hasse euch, ihr Entwickler. Was zum Teufel? Ich bin doch gar nicht runter... gesprungen. Are you serious, man? Jetzt. Danke. Boah, ist das... Wieso bin ich jetzt hier? Ja. Und ich finde hier nur 20 Rubine. Willst du mich verarschen? Gibt's hier sonst noch irgendwas? Ah, Schaufel habe ich ja nicht mehr. Stimmt. Lol. Okay. Das ist das erste Mal, dass man einen Dungeon offiziell in diesem Spiel verlassen kann. Und dann auch noch nur für 20 crappige, unnötige Rubine. Toll. Und wofür ist der blöde Schalter da? Für den Rückweg wahrscheinlich. Bei den Pferdeköpfen weiß ich noch, die müssen aufrecht stehen bleiben, aber ich habe keine Ahnung, warum das bei mir gerade nicht funktioniert. Das scheint vom Zufall abhängig zu sein. Na, klasse. Gut, Freunde. Boah. Wir sind ganz gut dabei, wenn ich das sagen darf. Eine Truhe nahe des Anfangs fehlt mir noch. Warum fehlt mir die noch? Wieso? Kann gut sein, dass ich da nicht rankam, weil man dafür das
spezielle Kraftarmband benötigt. Wenn dem so ist, dann werde ich die Truhe jetzt nachholen. Allzu viel können wir in diesem Part eh nicht mehr machen, weil die Zeit geht um und meine Nerven sterben ab. Oh ja, und wie sie absterben. Und wie sie absterben. Ich flippe hier aus. Das hier ist die beschissenste Stelle in dem Game. Oh, und jetzt klappt das wieder nicht. Dann halt so. Ich habe aber auch wirklich nichts hier vergessen, oder? Weil ich will hier nie wieder herkommen. Moment mal, was befindet sich hier runter? Gar nichts. Ach so, halt. Da komme ich... Warte. Ich nehme das Ding und klatsche diese Tür hier auf. Das habe ich ja noch gar nicht gesehen. Und dann kriegen wir wieder nur Rubine. Gibt es überhaupt Schlüssel in diesem Dungeon oder was? Mit Moonwalk nehme ich die nächste Statue und komme hier raus. Aber das war jetzt schon die eine Truhe, die mir gefehlt hat, ne? Ja, so ist es. Gut, dann haben wir die ganze linke Seite abgeschlossen. Das ist eigentlich ein guter Zeitpunkt, um den Part zu beenden und einen Krankenwagen zu rufen. Ich schaue jetzt aber trotzdem mal auf diese Seite. Ach du meine Güte. Nein. Warte. Ja. Lass mich doch. Nein. Ja, komm. Oh, lass mich durch. Mann. Was ist das? Ein Auge. Oh Gott. Diese Räume existieren in diesem Spiel auch? Oh meine Fresse. Das ist nämlich eine fürchterliche Erfindung aus A Link to the Past. Auch wenn es hier einfacher ist, wenn man sich einfach nur hinstellen kann. Gut, in A Link to the Past war es jetzt auch nicht unbedingt schwierig. Aber da war es dann doch etwas fordernder, diesen Bodenplatten auszuweichen. Das ist so krass. Da muss man aber auch erstmal auf die Idee kommen, ne? Dass da alles auf einen zufliegen kann. Und neben mir ist wieder ein Raum, den man nicht so leicht erreicht. Aber es gibt keine durchlässige Wand. Okay, würde mich freuen, wenn ihr mich... Schlüssel? Weiterhin durch diesen Dungeon begleiten könntet. Wenn, dann verpasst auf keinen Fall den nächsten Part von The Legend of Zelda Link's Awakening. Der Maskentempel wird uns auf jeden Fall noch weiter nerven.